natürlich, Leute. Spieltag Nummer 5 in der Europa League steht heute an und herzlich willkommen damit zum nächsten Spiel. Und das heißt auswärts in Alkmaar. In den Niederlanden spielen wir heute tatsächlich. Und ja, das ist das, was wir heute auf jeden Fall machen. Und da ist schon die eine oder andere Kommentar gekommen. Ich muss öfter spielen. Das wird er dann auch definitiv heute machen, weil in der Europa League. Ich denke, das Ding ist eigentlich durch. Wir bräuchten ja irgendwie nur ein Pünktchen noch. Und dann sind wir auf jeden Fall durch. Auch durch den direkten Vergleich gegen Sevilla sollte das ohne Probleme drin sein. So, okay. Gehen wir rein ins Spiel, würde ich sagen. Und jetzt, glaube ich, wird mal wieder ein bisschen Zeit zum Rotieren. Nach 4 Siegen in Folge. Wir sind durch mit 9 Punkten Vorsprung. Also, wenn wir jetzt Erster oder Zweiter werden, ist mir dann auch egal. Deswegen werden wir heute ein wenig rotieren dürfen. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier alles fertig so. Fertig so. Simuliert hat. Ach, danach geht das. Und danach von der Spitze. Okay, dann müssen wir tatsächlich das Recht rotieren, weil Union ist mir tatsächlich doch mal noch eine Nummer wichtiger als das jetzige Spiel, was heute ansteht in der Europa League. So. Dann können wir also heute mal ein bisschen Rotationen machen. Gambula mal vorne mit rein. Sigrist mal ins Tor. Dann haben wir das auch mal ein bisschen durchgemixt. Wie gesagt, ich denke, das sollte trotzdem auch aufgehen, dass wir das Ding hier heute nach Hause fahren. Dauert jetzt wieder. Ja, da wieder ein kleiner Moment, der hier vorne alles durch hat. Tor. Der war doch drin. Der war eigentlich gefühlt auch drin, aber gut. Egal, komm. Passt schon. Gehen wir rein ins Spiel. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Die Vorrunde der Europa League ist unterwegs. Heute erleben wir hier also ein Gruppenspiel. AZ Alkmaar gegen Schalke 04. Tja, Wolf, die Gäste haben heute nur ein Ziel. Ist ja klar, das ist der Gruppensieg. Den kann man heute unter Dach und Fach bringen. Und das wäre schon mal ein wichtiger Erfolg. Das wäre eine gute Ausgangsposition. Richtig. So, das ist unsere Aufstellung, beziehungsweise die Jungs, mit denen wir heute reingehen. Ein bisschen rotiert habe ich auch, definitiv wollte ich, damit ich einfach mal auch den Jungs, die nicht so häufig spielen, ein bisschen den Platz bekommen, ein bisschen Spielzeit geben kann. Und wenn nicht jetzt, warum dann? Gerade was jetzt. Das sind natürlich Experten, wenn es darum geht, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, Buschi. Ja, das ist schon immer wieder beeindruckend, wie viel Druck sie aufbauen, wie sie den Gegner einschnüren, wie sie ihn zu Fehlern zwingen. Und das wird heute die Strategie sein. Ja, gucken wir mal, wie es heute läuft. So.
So, natürlich für unsere Mannschaft steht. Auch McKennie, der ja den Verein verlassen soll, weil ich ein bisschen tatsächlich Richtung Realität gehen will. Von Schalke 04. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, na, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und die heißt hier Werkan Wulle, der sich heute ein bisschen zeigen darf. Hier in diesem Gruppenspiel der UEFA Europa League die ersten 45 Minuten laufen. Also, je nachdem wie das Ding heute ausgeht, ist der Gruppensieg definitiv fix. Und dann wird das mit der Rotation im letzten Spiel gegen Sevilla oder gegen Sevilla zu Hause dann nochmal ein bisschen schlimmer. Aber wie gesagt, natürlich klar. Der Pass kommt nicht an, weil im Aus Einwurf. Gucken wir mal einfach, wie es jetzt heute hier läuft, wie das Parallelspiel ausgeht. Und dann hoffe ich mal. Ein Pass okay. Mit viel Aus. Oh, der passt sogar, der Ball. Gefährlich, immer noch. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, der geht tatsächlich sogar gar nicht rein. Ich dachte mir, den kann der da ohne Probleme einnicken. Gambula, ach Gott, ey, der hätte ihn eigentlich nur reindrücken müssen. Ja, was denkst du dir als Trainer nach so einer Szene? Die Riesenchance und dann kommt überhaupt nichts dabei rum. Weiter alles ausgeglichen. Oh ja, der ist unzufrieden. 0-0 weiterhin nach gute 7 Minuten. Die erste dicke 100%ige Chance hatten wir. Aber kommen wir mal. Ja, der Fall. Die Gäste könnten es heute packen und Platz 1 in der Gruppe erreichen. Aber Wolf, sie haben es nicht in der eigenen Hand. Die anderen müssen mitspielen. Und selbst braucht man natürlich erstmal den Sieg. Wir reden, wollte gerade sagen, solange das Ding hier 0-0 steht, brauchen wir davon gar nicht heute zu reden. Robin wenn Ack. Sevilla nicht verliert. Und die werden gegen Genf wahrscheinlich kaum verlieren. Na, aber gucken wir mal, wie es Paris wird. Kobylanski erstmal. Jetzt ist mal zumindest die Führung. Nassim Bujanab. Torwart ist einfach nicht da, wo er sein muss. Das weiß er auch. Das Ding geht auf seine Kappe, sehen wir ja nochmal ganz deutlich. Ja, da können wir nichts machen. Entweder schießt er selber oder legst das Ding quer. Und ich denke halt, die wirklich Möglichkeit hat, das Ding so quer zu legen, mache ich das. Also 1-0 auf jeden Fall. Sein erstes Tor im 5. Einsatz. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ah, Kambula. Ja, schöner, schöner Doppelpass. Jetzt die 2-0. Jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Yes! Wir schauen noch mal auf das Tor. Aber hier super Doppelpass mit Kobylanski, der ja seinen zweiten Torverlager heute macht. Schlänzt ihn schön hinten, solange er keine Chance für den Keeper da, das Ding irgendwie zu verhindern. Er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gehofft. Tor Nummer 6 für ihn in der Euroleague. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Nach der ersten großen Chance, die man vergeben hat, nach 7 Minuten. Jetzt dann doch mit dem Doppelschlag zum 2-0. Zumindest die Aufgabe scheint jetzt erstmal gelöst zu sein. Oder was heißt gelöst zu sein? Sie muss doch erstmal richtig fix gelöst werden. Ich habe schon so Spiele verzockt. Ich erinnere mich nur an das Pokalspiel gegen Heidenheim. Da haben wir nämlich auch relativ zügig 2-0 geführt und am Ende das Ding fast noch verloren. Wenn ja nicht noch der Doppelschlag gewesen wäre. Vor Terodde, der am Ende dann das Weiterkommen sicherte. Also Konzentration hochhalten und dann bin ich mir guter Dinge, dass das heute hier was wird. So kann ja. Nicht ist absolut gelb, die Frage, was kriegt er dafür? Hack, falsche Seite, damit gibt es gelb. Also, für das Foul natürlich. Da bin ich ein bisschen sehr spät gekommen. Ich dachte mir, okay, den kriegst du doch nicht ausgedrückt, aber egal. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Sieht gefährlich aus. Ja, gut gemacht. Allerdings der Ball. Da ist die Flanke ins Zentrum. Kommt. Nee, keine echte Gefahr bei diesem.
Ah, für den Keeper gar keine Gefahr hier, genau. Schöner Ball, Krüger. Der mal wieder die Chance bekommt. Ball an den kurzen Pfosten. McKennie, der mit Gewalt in den Strafraum geht und dann abgeblockt wird. Schade. So, die Frage ist, wie gesagt, wie ist die Sevilla? Das ist, glaube ich, da ist noch kein Tor reingekommen. Das heißt, da müssen wir mal gucken. Kiko Femenia. Er holt sich den Ball. Uiuiuiuiuiui. Ja, Bella Gottschalk, der weiß überhaupt nicht, wo der Ball gerade steht. In der Situation ein bisschen kurios aus. Dani De Witz. Da können Sie klären. Erstmal keine Gefahr. Schöner Ball. Und jetzt McKennie. Kein Abseits, oder? Sagt der Schiedsrichter was anderes? Nein, sagt er nicht. Damit ist die Riesenchance auf 3-0 zu stellen. Da hat er den Abfall. Den Passball. Oder den Querpass. Die Chance dazu. Fast, das wäre die nächste dicke Chance gewesen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ja. Spielzeit ist angezeigt, es gibt noch eine Minute oben drauf. Eine Minute, damit ist das Ding dann auch gleich mit durch, nämlich jetzt und dann ist Halbzeit. 2-0. 2-0. Auf keinen der Fall Zwischenstand. Ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. So. Es kann losgehen hier in diesem Gruppenspiel der UEFA Europa League. Die ersten 45 Minuten. Gefährlich, immer noch. Ja, hier die dicke, dicke Chance von Gabula. Der muss das Ding eigentlich machen. So, guck mal kurz mal auf die Zwischenstände. Ich, vor allen Dingen, was Sevilla gerade fabriziert. 0-0 stehen sie gegen Servette, okay. Damit wäre der Gruppensieg jetzt definitiv wieder Dach und Fach. Aber es sind noch 45 Minuten zu spielen. Mal gucken, was passiert damit. Krüger. Ja, kann sich durchsetzen. Hat aber jetzt keinen, der mitgeht, weil da zwei gegen ihn stehen. Wichtiges Tackling hier. Darum kann er auch nichts machen, weil der Stürmer da vorne gar nicht mitgegangen ist. Dani De Witz. Auf Außen ist Platz. Karlsson. Sie wollen den Anschluss. Ja, die versuchen natürlich jetzt. Gute Aktion. Die Niederländer merken gerade, das war Abseits. Die Niederländer merken gerade, hier könnte vielleicht noch eine Möglichkeit gehen, wenn man hier das Tor macht. Vielleicht dann nochmal den Gegner ein bisschen unter Druck setzen, wie das bei mir auch sehr häufig passiert ist. Wenn ich dann noch, wenn man 2-0 eigentlich komfortabel führt, vermeintlich komfortabel führt, dann das so ein blödes Gegentor kassiert. Schöner Pass. Deswegen muss dieses 3-0 her und das könnte gar Wunder sein und das macht er auch. 0-3, 56. Und auch hier wieder Komilanski, der seine dritte Torvorlage heute macht. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Ja, wie gesagt, kein Wunder. Tor Nummer 7 ist momentan Top-Torjäger der Europa League. Zumindest der Gruppenphase hier. Vermutlich Top-Torjäger. Ja, so kann es kommen. Ne? Da kannst du noch so viel analysieren, kannst Experten befragen. Am Ende, Achtung, ist es die Tagesform. Nächster Ball. Er kann es machen. So, 4-0. Unfassbar. Ja, zählt. Seine Form. Der trifft nach Belieb, da hätte man auch durch. Ich hatte mich tatsächlich jetzt ein bisschen noch gewartet, zögert, weil ich dachte, okay, das könnte Abseits gewesen sein. War es nicht und damit passt das Ding. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der
Und nein, es war kein Abseits, weil er genau in dem Moment richtig gespielt hat. Und damit ist es die vierte Torflagge für Kubilanski, der heute an allen vier Treffern beteiligt ist. So, da erstmal die Hausaufgaben gelöst. Thema Alkmaar ist da zumindest mal gemacht. So, dann wechsle ich jetzt doppelt kurz eben aus. Drei Tore gemacht und jetzt geht er raus. Genauso wie der Gelb vom der Robin Hack. Der. Ja. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Heimspiel ab. Man merkt das auch. Von den Tribünen kommt nichts mehr. Ja, das ist eine ganz neue Situation für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt. Und es scheint mir so, als wüssten sie überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Oh, Glück gehabt, dass da noch einer dran kam, weil der wäre nämlich richtig gefährlich geworden. Oder der hätte richtig gefährlich sein können. Sie kommen über den Flügel. Und jetzt, Firmino, der versucht jetzt natürlich ein bisschen mehr außen zu machen. Zieht den Dragovic da raus. Den nimmt er mit, den lässt er draußen. Und das ist die nächste Chance, aber Sigrist, der ohne große Probleme diesen Ball runterflickt und damit den Konter ermöglicht die Rotte. Das gibt den nächsten Freistoß. Oder gibt einen Freistoß. So, bringt er den Freistoß direkt? Ist eine erhebliche Distanz. Ja, die Frage ist, wie viel ist es? Ich vermute um die 30 Meter. 27, 28 Meter, das dürfte so ein Dreh rum sein. Ich denke, viel mehr ist es nicht. Die Frage ist, ob man auf 30 geht sogar. Ich weiß es halt. Naja, also viel ist es nicht. Das ist ein gute. Ja, ich denke mal so 27, 28 Meter. So, Wechsel jetzt bei den. Haben wir der Heimmannschaft noch schnell? Sogar Doppelwechsel. Meter sind es genau. Das war stark vom Torwart. Den hat er aber gut gehalten. Leider keine, diesmal keine Torbeteiligung. Der Ball ist weg. Das gibt hier Abstoß. Jetzt kommt der Wechsel. Ja, wie gesagt, der Krüger, der seinen Standplatz so weit verloren hat für die momentan. Kiko Femenia. So. Jetzt der weite lange Ball da vorne. Jetzt warten hier beide Teams. Bella Kotschab. Das macht er. Einseitige Partie und wir sehen einen verdienten Sieger. Ja. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Und da verlieren sie den Ball. Ah, scheiße. Weg ist der Ball. Das war ein wenig anders geplant. Jetzt der Versuch. Kein Abseits. Rossun. Und Krüger. 0-5. Und es bleibt dabei, man schießt sich mit mindestens 5 Toren warm. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ich sie. Das erste Tor uns wohl ein, wo wir jetzt heute nicht die große Chance hatte. Oder keine Situation hatte. Der Rose und Krüger und dann das ist das Ding drin. Ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Ja, plus Nachspielzeit. Ich denke mal, da wird es auch 1-2 Minuten hingehen und dann ist das Ding eh gegessen. Kiko Femenia. Da geht er gut in der Zeit. Guter Ball, Bujelab. Krüger, der jetzt ein bisschen mit Tempo mal über die Außen geht. 3 Minuten sind das übrigens. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Ball kann gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Und damit ist Pause. Also ist Pause. Feierabend. Entschuldigung. Die Gäste haben es geschafft am heutigen Tag. Sie dürfen sich über den Sieg im Gruppenspiel freuen.
Toller Sieg, das können wir nicht anders sagen. Sie haben dieses Gruppenspiel dominiert und am Ende auch verdient den Sieg eingefahren. Gefährlich, immer noch. Ja, die, wie gesagt, große Chance kam. Wohler, der hat sogar ein viertes Tor machen können. Aber gute 10 Minuten später hat er es ja dann am Ende besser gemacht. So, und damit sind wir durch. Die Frage ist, ist das Parallelspiel? Das kriegen wir jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr reingeblendet. Da war, warum er mir auch direkt wegdrückt, das weiß ich auch nicht. In der Liga geht es nämlich jetzt weiter mit dem nächsten Spiel gegen Union Berlin, aber ich möchte kurz eben reingucken, wie das wie das andere Spiel ausgegangen ist, aber tatsächlich schon mal Gruppensieger sind. Oder ich vermute, dass Sevilla das Ding noch irgendwie gewonnen hat. Ja, sie haben gewonnen 1-0. Damit ist es, ja gut, das werden sie definitiv uns nicht mehr abnehmen. Ich weiß jetzt, wenn wir gegen Sevilla verlieren, die Tordifferenz müssen sie erstmal irgendwie aufholen in dem Spiel. Da brauchen sie, müssen sie 23 Tore, also müssen sie Minimum 12-0 gewinnen und oder 12 Tore Differenz gewinnen, um uns schlagen zu können. Oder um uns auch über zu abzufangen. Da hat sie nämlich die Dings gewonnen. Den direkten Vergleich gewonnen und auch die Tordifferenz gewonnen. Das wird wahrscheinlich schwierig werden. So, ja, damit sind wir Gruppensieger in der Euroleague. Das ist erstmal das Wichtigste. Nächstes Spiel ist dann Sevilla zu Hause. In Sevilla haben wir 5-1 gewonnen. Also das sieht alles gut aus. So, das nächste Spiel steht an, dann morgen gegen Union Berlin. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, hier bei Let's Play FIFA 21.